der Grießnockerl-Affäre geht es natürlich wieder um einen Krimi, wie gehabt. Also dieses Mal ist es der Franz selber, der unter Verdacht gerät. Sein direkter Vorgesetzter wird also tot im Polizeihof gefunden und der Franz ist unter Verdacht. Und da muss er natürlich jetzt schauen, dass er aus dieser Nummer rauskommt. Und das schafft er natürlich auch mit Hilfe seines Kollegen Rudi Birkenberger. Was ich an der Grießnockerl-Affäre aber besonders mag, ist, dass man über die Oma dieses Mal ein bisschen was Privates erfährt aus ihrer Vergangenheit. Und das war eine Idee meiner Leser. Die haben mir nämlich geschrieben: Liebe Frau Falk, es ist alles ganz toll mit dem Franz, aber wir würden gerne ein bisschen was von der Oma erfahren. Und dem bin ich nachgekommen.